Die Fans warten sehnsüchtig auf ein Comeback von Helene Fischer. Nun äußerte Stefan Ross eine Vermutung zur Schlagerqueen und die dürfte den Fans nicht wirklich schmecken. Ross, das nächste Sommerhighlight im TV, steht in den Startlöchern. Stefan Ross startet am 13. Juni mit immer wieder sonntags in die neue Saison. Das ARD-Format ist bei den Schlagerfans in Deutschland wahnsinnig beliebt, holt Moderator Ross doch Jahr für Jahr die großen Namen der Szene in seine Show. Vorab äußerte Ross sich nun zu seiner Sendung und kam dabei auch auf Helene Fischer zu sprechen. Eine Vermutung, die er über die Schlagerqueen abgibt, dürfte den Fans allerdings so gar nicht gefallen. Seit langem warten die Fans von Helene Fischer nämlich ungeduldig auf ein Comeback ihres Lieblingsstars. Nach ein paar Fernsehauftritten im Winter des vergangenen Jahres und einem Duettsong aus dem Frühjahr ist es nun wieder stiller geworden um die Sängerin. Zuletzt gab es aber einige heiße Gerüchte, dass schon bald neue Musik kommen könnte. Was dran ist, ist aber noch unklar. Und kürzlich mussten die Helene Fischer-Fans noch einen herben Rückschlag, was einen möglichen Live-TV-Auftritt angeht, hinnehmen. Die neuen Äußerungen von Stefan Ross lassen die Hoffnungen nicht gerade wachsen. Helene Fischer, Stefan Ross äußert Vermutung, sie dürfte den Fans nicht gefallen. Ross selber steckt nämlich in den Vorbereitungen zu Immer wieder sonntags. Klar ist, dass auch in diesem Jahr in der Show wieder einiges anders ist, als man es eigentlich gewohnt ist. Schuld daran ist weiterhin die Corona-Pandemie. Unter anderem verriet der Entertainer in einem Telefonat mit der Westen. Dass man wohl auch in die neue Saison ohne Publikum starte. Wenn der Europapark aber wieder öffnen sollte, hoffe ich, dass zumindest ein paar Zuschauer wieder mit rein dürfen, gibt er sich aber optimistisch. Dann kam auch das Thema Helene Fischer auf den Tisch, als die Nachrichtenseite nämlich von Ross wissen will, ob Helene Fischer denn in diesem Jahr vorbeischaut. Reagiert er erstmal lachend mit einem Ja genau. Ihr großes Comeback am Sonntagvormittag. Dann verneint er allerdings einen Besuch der Schlagerqueen im Europapark bei seiner Show und lässt die Hoffnung der Fans auf ein allgemeines baldiges Wiedersehen mit Helene Fischer gekonnt abschmirren. Ich glaube, Helene macht in diesem Jahr noch ihre wohlverdiente Pause. Helene Fischer nicht bei Immer wieder sonntags, Stefan Ross verrät aber schon anderen Stargast. Ein Satz, der echten Fans der atemlos Interpretin wohl kaum gefallen dürfte. Schließlich fiebern sie doch so sehr auf ein Comeback auf der Bühne hin. Aber zumindest auf ihre traditionelle Show zu Weihnachten dürfen die Fans wohl vorerst weiter spekulieren. Und für treue Zuschauer, innen von Immer wieder sonntags, hat Maus immerhin noch ein kleines Trostpflaster parat in Form einer besonderen Gastankündigung. Wie der 45-Jährige verrät, darf man sich nämlich auf Florian Silbereisen freuen.
Bereits im letzten Jahr hätte der eigentlich dabei sein sollen, dann kam allerdings das Traumschiff dazwischen. In diesem Jahr wird der Ex-Freund von Helene Fischer aber laut Maros in einer Show dabei sein. In welcher genau, wurde aber noch nicht verraten. Los geht immer wieder sonntags, jedenfalls am 13. Juni ab 10:03 Uhr in der Vergangenheit trat Stefan Ross häufig gemeinsam mit seiner Ehefrau Anna-Karina als Duo auf. Nun macht seine Lebenspartnerin aber ohne ihn weiter.